hier ist Miss Ellie, live aus der Rose Bamberg Arena in Bamberg. Wir haben gerade das Spiel Bamberg gegen Bremerhaven angeguckt. Und Bamberg hat natürlich gewonnen, aber es liegt alles nur daran, weil ich in den Pausen gesungen habe. Und wie das alles ausgesehen hat, seht ihr jetzt. Hallo ihr Lieben. Miss Ellie tritt heute beim Basketballspiel auf. Erste Bundesliga. Sagt man Bundesliga? Erste Liga? Rose Bamberg gegen Bremerhaven. Und wir sind jetzt hier, also wenn ich sage wir, sind das mein Booker und ich. Jonas! Und das ist die Arena. Wir sind jetzt hier schon da. Der Tag war auf jeden Fall richtig verrückt. Ich wurde vor Ort interviewt und durfte vor Spielbeginn im Foyer meine Lieder spielen. In den Spielpausen durfte ich auch auf dem Spielfeld zwei meiner Songs vorstellen vor 5500 Menschen in der Brose Arena in Bamberg. Wir wünschen jetzt ganz viel Spaß mit der Singer und Songwriterin mit Herz. Herzlich willkommen bei uns in der Brose Arena, Miss Ellie. War ein schönes Spiel, hat alles gut geklappt. Ich habe sogar 200 Euro für einen guten Zweck ergattert, weil ich Spendenwürfe gemacht habe. Also ich habe den Korb einmal getroffen, drei Würfe hatte ich und einmal habe ich getroffen und 200 Euro gespendet dadurch. Single und Songwriterin mit Herz, drei Versuche. Für jeden Treffer gibt es 200 Euro in der Spende. Okay? So, wir feuern Miss Ellie ein bisschen an. Aktuelles Album. Ja, gar nicht so schlecht. Mein Herz und die Toilette. WGB Miss Ellie DE. So, ein noch. Jetzt wirst du mal laut. Auf geht's. Yes! 200 Euro für den Spendentopf. Und ich bin sehr stolz auf mich. Ich sag's noch, ich bin sehr stolz auf mich. Egal, ja. Das Bier soll nicht mal alle und ich habe nur einen sitzen. Aber ist ja egal, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr. Und war mal eine ganz neue Erfahrung, würde ich sagen. Ne? Und jetzt nur die Mädels. Und jetzt nur die Single-Mädels. Und jetzt alle vergebenen Männer. Immer weiter, ich kann euch nicht hören. Männer, Männer, immer weiter. Markus, wo bist du? Wie ist es jetzt? 18:25 Uhr. Ist dir aufgefallen, dass die Chili da alle Herzchen-T-Shirts tragen? Also Basketball-Herz-T-Shirts? Nur wegen dir.